Kalt und abweisend steht das MI6 am Ufer der Themse. Einer von drei Geheimdiensten Großbritanniens, denen bislang keiner gewagt hat, die Stirn zu bieten. Seit Edward Snowden sein Material aber vor 6 Monaten dem Guardian übergab, ist alles anders. Was bislang im Verborgenen geschah, Daten sammeln ohne Grenzen, der Guardian bringt das seitdem ans Tageslicht. Der Mann, der seiner Redaktion dabei den Rücken frei hält, ist Alan Rusbridger. Ein Mann, der jetzt selbst zur Zielscheibe geworden ist. Der britische Premier Hüst selbst drohte ihm vor gut einem Monat im Parlament unverhohlen mit juristischen Schritten. Natürlich ist es besser, an die gesellschaftliche Verantwortung des Guardian zu appellieren, aber wenn sie die nicht zeigen, wird es sehr schwer für die Regierung, hier nicht zu handeln. Und handeln kann er, weil Großbritannien traditionell keine Verfassung hat, in der die Pressefreiheit festgeschrieben ist. Das gibt's ja einfach nicht, so sehr das im öffentlichen Interesse wäre. Alan Rusbridger ist sehr mutig, denn er muss befürchten, dass seine Zeitung aufgrund der Antiterrorismusgesetze angeklagt wird, wegen Geheimnisverrats. Und da versucht er jetzt gegenzuhalten. Aber hinzu kommt, dass einige Zeitungen und Politiker die Geheimdienste jetzt direkt auffordern, gegen den Guardian vorzugehen. Die Argumente sind so simpel wie populistisch. Rusbridger spiele den Terroristen in die Hände, gefährde die nationale Sicherheit. Der vorläufige Höhepunkt dieser Kampagne fand nun vorgestern statt. Rusbridger wird vor den Innenausschuss zitiert. Mit seiner Waffe zwischen den Zähnen erscheint er, scheinbar unbeeindruckt. Dennoch, der Druck ist immens. Alle drei Chefs unserer Geheimdienste haben uns klar gesagt, dass sie massiven Schaden angerichtet haben. Sehen Sie ein, dass sie unser Land beschädigt haben? Nein, denn Ihre Anschuldigungen bleiben immer sehr vage. Sie haben keinen einzigen Beleg dafür. Wir haben zum Beispiel nie einen einzigen Namen genannt und wir haben auch weiter die volle Kontrolle über das Material. Ich liebe dieses Land. Lieben Sie dieses Land? Die Frage überrascht mich. Ja, wir sind Patrioten. Und patriotisch sind wir vor allem dadurch, dass es uns um die Demokratie und die Pressefreiheit geht. Und darum, dass man in diesem Land diese Sachen noch diskutieren kann. Das aber ist schon jetzt nicht mehr selbstverständlich. Am 20. August dieses Jahres bekommt der Guardian Besuch von 2 Sicherheitsexperten der Regierung. Auf ihren massiven Druck hin lässt Rusbridger die Festplatten mit dem Snowden-Material im Keller vernichten. Eine handfeste, aber dennoch vor allem symbolische Aktion. Die Sicherheitsbehörden möchten keine Überprüfung, keinen Nachweis ihres Handelns. Aber natürlich war dies eine absurde Aktion. Es gibt natürlich Kopien dieser Daten. Sie wollen vor allem eines, den Guardian einschüchtern. Und auch diese Anhörung hätte das bewirken können. Aber Rusbridger blieb cool und kämpferisch bis zum Ende. Wir werden uns von Einschüchterungen nicht abhalten lassen. Aber genauso wenig werden wir jetzt unverantwortlich handeln. Dennoch, dass Rusbridger den Drohkulissen der Regierung ganz unbeschadet entkommen kann, scheint zurzeit eher unwahrscheinlich. Es ist sehr gut möglich, dass er doch noch vor Gericht muss, und er weiß das. Er wollte nicht vor diesen Ausschuss. Er hat sich gut geschlagen, aber noch währenddessen konnte man die Rufe der Abgeordneten hören, die riefen: Lasst ihn uns anklagen. Düstere Aussichten, ausgerechnet in dem Land, das sonst immer so gern von sich behauptet, die Demokratie erfunden zu haben. Aber das ist eben lange her.